Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 2. Nun sind wir im letzten Spielbrett, nämlich dem Bowser-Brett. Bowser und seine kleinen Assistenten hier haben Toad entführt. Wir müssen ein letztes Mal Forever Alone sein. Und nun darf sich der gute DK beweisen. Als Final-Gegner. Natürlich, Mario darf nicht fehlen. Ja doch, die wohl bekanntesten Characters. Yoshi, Wario, tut mir leid, ihr hattet eure Auftritte. Wir bleiben bei der Schwierigkeit normal. Zocken natürlich 20 Runden. Und die Bonusstände bleiben natürlich aktiviert. Ja, danke, kleine Bowser, Mini-Bowser, Baby-Bowser, Bowser Junior, wie man dich auch immer nennen mag. Ich glaube, es sind Mini-Bowsers. Bowserland! Das Finale. Oh, Bowser raged. Ich glaube diesmal sogar ohne Verkleidung. Okay. Die Bowser-Parade. Ich glaube, das ist die Bowser-Parade, ja. Oh, scheiße, es gibt ja die Stadtreihenfolge. Also, willkommen am Ziel unserer Reise. Im Bowserland. Der König der Koopas hat dieses zugleich spaßige, aber auch furchterregende Spielbrett höchstpersönlich entworfen. Oh mein Gott. Da muss es ja richtig scheiße sein. Bowser ist einzigartig und gänzlich unerreicht. Er ist ein echter Superheld. Selbst mit Millionen von Sternen könnt ihr Bowser nicht besiegen. Niemals. Aber versucht es selbst. Dann könnt ihr auch gleich nach eurem entführten Freund Toad suchen, der sich im Krankenhaus befindet. Also gut, wir müssen nun die Startreihenfolge festlegen. Tut mal alle. Waltet eures Amtes. Und ich wusste es einfach. Ich wusste es. Ja, das wird schon mal richtig behindert. Verdammte Scheiße. Ja gut, der Affe startet nicht gut. We will see. Wird er Yoshi folgen und verlieren oder wird er den anderen folgen und gewinnen? Der erste Stern befindet sich hier. Es sah gerade so aus vorhin, weil die Felder noch nicht da waren, dass sie es gerade erst aufgebaut hätten und wir eigentlich so kurz vom Release hergekommen sind. Ah, Scheiße. Oh, Kacke, hier war es, glaube ich. Ah, ne, doch nicht. Das war in Mario Party 1 so, dass es da so zwei Bowsers gab und einer war falsch und einer war richtig. Ja. Naja. Aber natürlich am Anfang gleich mal eine Bank. Ah, stimmt, hier ist es aber umgedreht. Hier bekommt man Geld, wenn man über die Bank läuft. Und wenn man drauf stehen bleibt, muss man alles zahlen. Also sprich, hier, wenn man auf der Bank landet, ist man eigentlich fast kaputt. Also hier gibt einem die Bank den Kredit und der, der halt auf der Bank dann drauf landet, muss den Kredit halt zurückzahlen. Also es ist quasi eine Bürgschaft. Luigi nimmt sich ihn, Mario als Bürger, wenn er drauf landet, muss es trotzdem blechen. Also im weitesten Sinne eine Bürgschaft. Jetzt, also so funktioniert die natürlich nicht direkt. So, DK! Lass mich raten. Ich darf die Bürgschaft für die beiden übernehmen. Das fängt so geil an, das gibt's gar nicht. Ich. Kann ich den Part eigentlich neu starten oder so? Bob-ombige Rechnung spielen wir. Ja, dann. Wenn es weiter nichts ist. Naja, da war ich ja immer gut drin. Los geht's, Leute. Naja, der Affe. Okay. I think it was 16. But I'm not sure, bitches. Doch, müsste 16 sein. Ne, jetzt sind es nur noch 15, hä? Ne, jetzt sind es wieder 16. Ja, es sind 16. Ihr könnt mich jetzt entwarschen. Komm, Mario, du willst doch auch woanders hin. Ja, Mann, Mario hat im letzten Moment noch geändert, dieser Volltrottel. Dann gehört der Sieg einzig und allein mir. Und ich habe meine 10 Münzen, die ich zahlen musste, zurückerobert. Verdammte Kacke, echt. Das war jetzt echt unfair. Das werde ich euch heimzahlen, Mario Brothers. Ich meine, gut, Mario und ich sind alte Erzfeinde. Mario ist sogar noch ein. Also Mario und Donkey Kong, die Feindschaft ist sogar noch älter als die mit Mario und Bowser. Denn Marios erster Gegner war ja der gute Affe. Damals hieß Mario noch Jumpman. Und der Affe, ich
Es ist nie, ich glaube, es ist nie ganz bewiesen worden, aber ich glaube, es war Cranky. Also sprich, Donkey Kong und Mario haben nie eine Feindschaft. Nur Mario vs. Donkey Kong heißen die doch da. Was? Was ist das? Ja, und jetzt klaut er mir wieder meine 10 Münzen. Ich glaube, die wollen nicht, dass ich 10 Münzen habe. Wichser. Was wollte ich sagen? Dass nur Mario vs. Donkey Kong, dieses Spiel mit den Minions und so weiter, da sind sie wirklich Erzfeinde. Wow, ein Bankirrtum. Ja, weil ich drauf gelandet bin, muss ich jetzt nichts blechen. Aber wenigstens darf... Ja, toll, die 10 bringt mir absolut nichts. Show me the Karte, bitte. Ah, da oben ist auch ein Buhu. I want to go in this Richtung. Ich habe eh kein Geld. Oh nö, ich habe zu weit gewürfelt. Ja. So, jetzt stehe ich vor dem Arsch. Na, das war blöd, was ich eigentlich gemacht habe. Ich wollte gerade sagen, es müsste jetzt ein Minispiel kommen, wo jeder Geld verdienen kann und ich 17 Münzen mindestens abgreifen kann. Oder ich würfel jetzt niedrig natürlich. Was ist das? Achso, wir müssen flüchten, ne? Kann ich irgendwie hüpfen oder so? Warte mal. Ach, Quatsch. Ah, hier, stimmt. Nö. Sorry für die kleine Unterbrechung. Ich wollte nur wissen, ob ich hüpfen kann. Ich glaube, der wird uns sowas von hart penetrieren. Das gibt's gar nicht. Gut, Luigi. Guter Junge. Oh mein Gott, er will mich! Boah! Luigi! Guter Junge. Du beschäftigst ihn gut. Boah, Peach, du Kackbuhn! Scheiße! Boah! Nein, Luigi! Ich glaube, Luigi ist zu stark für ihn. Ja, ich glaube echt. Luigi, du darfst es nicht. Oh, komm, mich auch nicht. So ein Kackbuhn. Gut gemacht, Luigi. Peach, die sollte man eigentlich keine Münzen geben. Du solltest eigentlich ein paar Schellen bekommen. Ab in die Küche, da bist du besser aufgehoben, anstatt hier so. Joke. Ja, die Frauenwitze, die muss man halt einfach ertragen. Ende der Geschichte. So, es sieht sehr, sehr bescheiden für den lieben Affen aus. Warum will er es? Also, ich erkläre euch kurz die Bowser-Parade. Er bestimmt jetzt die Richtung, die Bowser-Parade laufen wird, wenn sie kommt. Der wird dann... Oh mein Gott, danke Luigi. Die Parade wird dann durch das ganze Spielfeld laufen und je nachdem, wie die Route halt ist. Und alle, die erwischt werden, verlieren, glaubt, alle Münzen. Und es gibt so ein bestimmtes Feld, da aktiviert man dann die Bowser-Parade. So, wenn ich das gewinne, habe ich den Stern. Ballon, oh, Scooter. Was war denn das jetzt nochmal? Das war dieses... Scheiße. Fuck, das war der Dreck. Da habe ich bis jetzt nie gewonnen. Ich greife gleich Mario an. Oder Peach. Peach. Die Schlampe muss weg. Wow. Nein! DK! Ich sag dazu einfach gar nichts. Dieses Spiel ist verflucht. Ohne Spaß. Da passiert mir immer so ein behinderter Dreck. Und jetzt gewinnt die auch noch. Die hat nichts geleistet in ihrem Leben. Und ich natürlich auch. Wie gesagt, das Spiel will nicht, dass ich Geld habe. Nicht mal die Trostmünze. Ja, ich bin sowas von kaputt, das gibt's nicht. Und das schon nach Runde 3. Ja, gönnt euch ruhig. Boah, Mario ist sogar noch gearschter als ich. Dass das möglich ist. Ach so, nein, es gibt kein Feld, sondern die Parade kommt nach einer bestimmten Rundenanzahl. Ach Mann, Mario, warum bist du nicht gleich nochmal drauf? Toll, mein ganzer Plan von wegen. Ja, ich gehe mal ganz schnell zum Stern. Ist jetzt kaputt. Ja, jetzt kommt die natürlich. Okay, den Stern hat sie sicher. Das ist Fakt. Ja, genau! Ich hasse dieses Spiel. Affe, du kannst dir eigentlich schon mal einen Platz neben Yoshi gemütlich machen. Yoshi, du bekommst gleich Gesellschaft. Du bist nicht der einzige Versager. Ja. Nö, ist egal. Ich muss so oder so da rein. Oh ja, natürlich, jetzt bin ich hier.
Das ist die Hölle auf Erden hier. Das ist sozusagen der Teufelskreis. Weil, naja. Es gibt, weil da kommt man nur rein, wenn man die Fragezeichenpunkte betritt. Kommt nur raus, wenn man da oben die Fragezeichenpunkte betritt. Ich kann also jetzt hier auch 500 Runden lang im Kreis laufen, wird nichts passieren. Und das Schlimmste ist, es gibt, also einen Spawnpunkt des Sterns ist in diesem Teufelskreis. Und wenn der da drin spawnt, da kann man eigentlich zu 95% sicher sein, dass es Ewigkeiten dauern wird, bis ihn mal einer da bekommt. Wenn man nicht eine Zauberlampe hat. Nun gut. Also scheißegal, was ich mache. So, also rausfliegen kann ich schon mal nicht. Komm, mach eine 2 bitte. Schlampe. So, eine Münze ist mir safe. Gut. Oder auch nicht gut, je nachdem. Gut, der ist schon mal weg. Peach darf auch auf gar keinen Fall gewinnen. Wer weiß, vielleicht verliert sie noch irgendwoher Geld. So, was mache ich? Ich mache auch eine 2 am besten. Aber ich glaube, ich fliege noch nicht raus. Es kommt jetzt darauf an, was die so machen. Ich mache jetzt ganz klar eine 2. Hätte ich eine 1 gemacht, hätten die anderen nämlich auch zweimal eine 1 machen können und ich wäre tot gewesen. Und ich wollte das Geld, also war es ein doppelter Vorteil für mich. So, Peach ist weg vom Fenster. Mario und ich. Am Anfang ist es noch vollkommen egal, was ich mache. Deswegen beschleunige ich das Tempo mal. Weil er kann natürlich noch auf alles relativ gut reagieren. Und er kann aber auch selber nicht planen, weil ich noch relativ gut reagieren kann. Jetzt wird es schon kniffliger. Ich überlasse mich mal. Ja, ich habe gewonnen. Er holt sich natürlich noch das Geld. Aber ich hole mir den Sieg. Ja, gut. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das Spiel gewinne, ne? Ich finde, das System hinter dem Spiel ist cool. Ich mag das. Aber ich finde halt, es dauert ein bisschen lang. Aber was... Kann man nichts anderes machen. 13 Münzen, gut. DK rangiert auf Platz 2, was los? Ah ja, wartet mal, die neue Runde kommt ja noch. Also, Sozialabgaben werde ich wieder zahlen müssen. Ja, das ist auch geil. Die übelst schlecht animierten Röhren. Naja. So. Peach hat jetzt den Stern, weil sie den Pilz usen wird, genau. Dann hat sie noch ihren in den Arsch geschobenen Stern, weil sie im Leben nichts geleistet hat. Okay, es ist das Bowser-Brett. Bowser will wahrscheinlich jetzt Peach einschleimen. Und sagen, hey, guck mal, ich bin eigentlich viel cooler als Mario. Hier bekommst du einen Stern, dann lass uns mal hier im Schloss bleiben. Bitte, 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 klau mir was, klau mir was, klau mir was. Bitte, ja, ja. Oh nein, warte, ich bin... Oh, wie dumm bin ich. Bitte, ihr könnt mich alle in den Kommentaren haten. Schreibt einfach, wie blöd ich bin. Denn ich dachte ja gerade, wenn sie was von Boohoo klaut, verliert sie ja 5 Münzen, weil sie klauen will. Ich habe ihren Gewinn, den sie dadurch macht, nicht mit einberechnet. Das war gerade der Aussetzer des Jahres. Aber okay. Jetzt habe ich es auch nicht anders verdient, dass er mir was klaut. Und nur weil ich eine Münze weniger hatte als... Luigi. Ah ja, okay. Und ich wollte ja auch gerade sagen, ja, die neue Runde hat begonnen. Ich habe wieder meine 10 Münzen verloren, natürlich. Aber jetzt, wenn es nicht Ballonus Guter wird, werde ich sie mir zurück ergattern. Wenn ich nichts bekomme, letzter Wert, bin ich definitiv tot. Krabbel... Oh, leck mich doch. Das war doch das mit diesen Pilzen da, ne? Ah ne, es war... Ah, das war was anderes. Springen und B. A, B. Okay. Wird gemacht, Chef. Wer hat den Goldpilz? Wer hat den Goldpilz? Weiß man nicht. Puh. Haha. Warum greift niemand an? Na, du Nutte. Nun, nein, 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 nein. Komm her. Er greift doch an! Ich will auch! Gib mir meinen Pilz! Gleich nochmal! Nein, 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 nein! Ich hab den Goldpilz! Gut. Mario wird jetzt wieder außen rumlaufen.
Also mit viel Glück habe ich das gewonnen. Oh, aber ganz knapp. Peach hat ja auch gute Sterne. Münzen. Pilze. Sag mal, was steuert los mit mir? Ich bin schon so baff, weil DK so versagt. Wow, ich krieg sogar die Trostmünze. 25, wow. So reich war ich ja noch nie. Ich glaube, damit habe ich den Münzrekord. Ah, ne, ich hatte genau, ja. Peach hat den immer noch mit 30. So, mal schauen, ob ich hier aus dem Teufelskreis rauskomme. Natürlich nicht. Mein Geld muss natürlich weg. Ist ja ganz klar. Abrisskommando, der große Knall. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, wisst ihr das? Drücke abwechselnd A und Z, okay. Hatten wir das schon mal, das Spiel? Ich weiß es nicht. Ah ja, okay, hier muss man einfach nur auf Timing achten. Und irgendwie sind wir, glaube ich, ziemlich schlecht, deswegen mache ich jetzt mal eine Runde schneller. Ich glaube, Peach ist aber die schlechte. Ja, ja, die macht gar nichts. Hier muss man halt, anstatt schnell zu pumpen, ja, lieber ausgiebig drücken. Also so, bis die Nadel im roten Bereich ist und dann sie mit D wieder zurückholen. Also, beziehungsweise mit Z. Ist halt jetzt bei mir auf der Taste D, deswegen habe ich gerade D gesagt. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre wieder total dumm. Ich bin zwar heute irgendwie nicht ganz bei Sache, aber naja. So blöd dann auch wieder nicht. Oh, die Bowser Parade. Wahrscheinlich... Nein, ich kann nicht getroffen werden. Geil. So, und jetzt kommt die Route und jeder, der getroffen wird, wie beispielsweise Luigi, wird jetzt alles verlieren. Tschüss. Oder verliert man pro Feld 2 Münzen? I don't Knopf. Ja, Luigi wurde geopfert. Nope. Nächste 5 Runde kommt's wieder. So, Luigi ist Dritter, obwohl er 0-0 hat. Mario nämlich auch. Das ist so bitter. Naja. Ja, in dieser Party ist es ziemlich schwierig zu dominieren mit Geld. Denn es gibt so viele Dinge, in denen man sein Geld wieder verlieren kann. Obwohl man bei der Bank bekommt, so wie er jetzt. Aber das Gute ist, ich bin näher am Stern dran als Peach. Das heißt, wenn ich aus dem Teufelskreis rauskomme... Aha. War das jetzt so sinnvoll? Also wenn ich aus dem Teufelskreis... Oh, er kommt zu mir. Hallo. Na, wie geht's, Mario, mein alter Feind? Dann habe ich die Route zu... Oh. Danke. Hätte sie jetzt nämlich hochgewürfelt, wäre sie näher dran als ich. Ich muss nämlich noch aus dem Teufelskreis erstmal rauskommen. Und das habe ich jetzt nicht geschafft. Warum würfel ich nur... Verdammt, der Einser, Mann. Ich hasse es. Nö, ich bin jetzt kein Freund mehr von diesen Spielen. Ah ja, okay. Ich habe ehrlich gesagt, wenn ich wirklich ehrlich bin, keinen Siegesplan. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Peach! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Ruhe! Ich hätte mich gerade fast selbst umgebracht. Danke, dass es mir kein Header verpasst hat. Nein! Boah, Luigi, du falsche Schlange. Boah, pass auf, ich bin übel unsicher gerade. Ich habe das Spiel auch, glaube ich, seit einem Monat nicht mehr angefasst. Boah. Boah. Oh nein, die Masterkanone. So. Gut. Immerhin kriege ich Money. Und Peach ist weg. Stimmt. Das ist sehr gut. Ich glaube, Minispiel habe ich bisher noch kein einziges verloren. Geil, ich habe den Münzrekord. Aber es wird mir nichts bringen. Noch nicht. Ja. Man könnte ja natürlich jetzt über ein Random Fact-Thema reden. Wer die letzten Parts gesehen hat, also die im Horrorland, der hat mitbekommen, dass ich mir kürzlich die Serie Prison Break bestellt habe. Sie aber noch nicht angefangen habe zu schauen, was verfolgt er denn jetzt mit dem Schlüssel. Und gespannt drauf war, wie sie ist. Ich habe jetzt mal, bin so zu gut 2/3 mit der ersten Staffel durch. Und ich muss echt sagen, sie hat mich von Minute 1 an ziemlich gefesselt. Ich kann die Serie nur jedem empfehlen, der ein bisschen auf, Spannung, auf, ja doch, Spannung kann man sagen, wirklich. Einfach nur auf Spannung steht. Finde ich sehr, sehr gut.
gemacht. Die Charaktere sind geil. Es gibt viele verschiedene Charaktere mit vielen verschiedenen Facetten und Problemen und Handlungssträngen, die sich dann mit der Hauptperson irgendwie im Positiven als auch im Negativen befinden. Und ich hasse dich, Mario, dass du es in einem Zug schaffst, da jetzt rauszukommen. Echt? Ja. Ich möchte aber auch nicht zu viel verraten. Ich sag nur, ich würde es jedem empfehlen. So, und jetzt möchte ich auch mir selber empfehlen aus diesem Drecksloch. Ja, natürlich. Oder? Oder? Ja, da ist auch noch eins. Danke. Das Gute ist, ich kriege hier auch noch einen Fragezeichenpunkt. So, ich bin jetzt vor Peach. Hexagon Chaos, bitte. Verdammt. Och nö, da verliere ich ja wieder. Ja, da ist egal, was ich mache. Da verliere ich. So. Rechte Hand. Ist eh die schnellere bei mir. Weil ich Rechtshändler bin. Irgendwas mache ich nämlich immer komplett falsch. Ich weiß nicht, was es ist. Ich nehme einfach das Geld mit, das hier liegt. Damit bin ich eh zufrieden. Bin eh schon wieder total abgeschlagen, weil Luigi der King hier ist. Das Geld will ich auch. Boah, ich zieh sie ab, ich zieh sie ab! Der Wille zählt! Ich glaube, ich habe sie abgezogen. Zum ersten Mal in meiner Karriere. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was die letzten Male da schief gelaufen ist oder was jetzt richtig gelaufen ist. I don't know. 63 Münzen. Damit kann man doch schon mal was anfangen, oder? Naja, nun nützt es mir alles nichts, wenn Peach sich den zweiten Stern vor mir holt. Na, Luigi hat mittlerweile auch Geld. Mittlerweile hat jeder ein bisschen Geld. Also die Pleitezeit ist vorüber. Ach komm, holt euch doch nicht alle Fragezeichenpunkte. Das sollte mein heimlicher Stern sein. Oh, scheiße, Mario ist auch ein direkter Konkurrent. Okay, hat nicht so... Ich glaube, das reicht aber, oder? Nee, nicht. Reicht nicht. Scheiße. Komm. Okay, es reicht auf gar keinen Fall. Ach man, warum ich auf die Röhre? Dann wäre sie weg gewesen. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, kriegt Mario ihn in der nächsten Runde. Na verdammte Scheiße. Das ist jetzt scheiße. Oder Mario würfelt eine 1, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich echt nicht. Ach Kacke. Naja. Wir werden uns auf jeden Fall noch die nächste Runde anschauen. Kacke. Ach so! Wie zieht man das auf? Hä? Keine Ahnung. Ich hab's gerade irgendwie geschafft. Weiß ich nicht. Sorry. Hab keine Ahnung. Tschüss. Bester Rekord aller Zeiten. Da hab ich ja damals schon gefailt. Aber ich war gerade so im Redefluss, oder im Denkfluss, dass ich jetzt mir nicht gemerkt habe, wie das Spiel überhaupt funktioniert oder mir beziehungsweise immer nochmal die Regeln angeschaut habe. Alter. Wer auch immer das war, ist übelst abgegangen. Luigi. Also ich glaube, selbst wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich ihn niemals besiegt. Der hat hier bewiesen, wer der King ist. Definitiv. Naja. Aber noch ist Peach leider der King. Oder die Königin mit ihrem in den Arsch geschobenen Stern. Ohne diesen Stern wäre sie jetzt sogar letzter. So, Mario, bitte würfel eine 1. Arschloch. Na gut, er will jetzt natürlich sagen zu Bowser... Okay, Bowser hat Peach den Stern geschenkt. Aber Mario will es natürlich durch Skill beweisen, dass er gewinnt und ein Sieger ist. Damit Peach doch wieder auf seine Seite geht. Ah. Natürlich, auf der ganz anderen Seite. Da, wo wir jetzt alle nicht sind. Und jetzt heißt es, der, wo am schnellsten dahin würfelt. Denn Geld haben wir alle, bis auf Mario jetzt. Aber der hat das bis dato auch wieder. Und Mario ist jetzt auch der, der zusammen mit mir am weitesten vorne liegt. Mario hat halt den Vorteil, dass er ziemlich gut würfelt. Also beziehungsweise, dass er halt ziemlich früh dran ist, meine ich. Ich glaube, der Erste ist es sogar pro Runde. Er ist jetzt natürlich wieder letzter.
Aber ich bin halt der Letzte im Würfeln. Das Spiel, ich muss hinterherziehen. Aber ich glaube, die landet jetzt auch da drin. Wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Ja, ganz klar. Ach scheiße, wir müssen jetzt hier 5 Münzen brechen. Ja gut. Ja, sie landet auch da drin. So. Und ich lande nicht da drin, gut. Ja, hier hast du deine 5 Münzen. Werd glücklich. Kauf dir deinen Döner damit. Nope. Oh scheiße, ich hätte es eigentlich schon umladen sollen. Nein, 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 nein. Ich muss da weg. Aber das werden wir dann im nächsten Part machen. Im nächsten Part werden wir auch dieses Minispiel spielen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Falls ihr das Brett mögt und den Part auch mögt, könnt ihr es gerne mit einem Daumen nach oben begutheißen. Würde mich sehr unterstützen und freuen. Wir sehen uns zum nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Mario Party 2. Bis dann und ciao.